Sie ist jetzt inzwischen schon zweimal operiert. Heute ist der große Tag. In diesem Video möchte ich euch einen Einblick in ein typisches Beratungsgespräch für eine Nasenkorrektur geben. Wir haben eine Patientin, die zweimal auswärts voroperiert ist, und wir werden alle Fragen ausführlich beantworten. Also letztendlich beschäftigt mich die Nase schon relativ lange, fing eigentlich schon in der Jugend an. Man muss natürlich warten, bis man alt genug ist, aber ich hatte schon relativ schnell den Entschluss gefasst, meine Nase operieren lassen zu wollen. Sie ist jetzt inzwischen schon zweimal operiert, bin aber letztendlich immer noch ziemlich unzufrieden mit dem Ergebnis. Dreidimensional ist es okay. Mhm. Auf Fotos finde ich es ganz gruselig und teilweise halt auch, wenn ich jetzt lächle, dann zieht sie sich sehr breit auseinander, und gerade wenn ich dann irgendwo auch mal Spiegel schaue oder so, ist sie auch meiner Meinung nach zu lang. Okay, also die Größe gefällt dir nicht? Ja. Zu breit, zu lang, passt nicht in mein Gesicht. Ich habe nicht sehr große Augen, nicht wahnsinnig volle Lippen, und dementsprechend finde ich sie einfach zu groß für mein Gesicht. Die Nase ist ja offen operiert worden, ne? Also mit dem Schnitt hier vorne. Ja, man sieht ja die Narbe deutlich. Genau. Hier der Schnitt. Ja, man sieht halt, dass sie schon ein bisschen dickere Haut haben. Mhm. Und die Nasenspitze insgesamt ein bisschen plump ist, also die ist nicht so schön definiert. Und wenn sie lachen, in der Tat, gehen die Flügel sehr weit auseinander. Und was interessant ist, innerhalb der Nase sieht man so Knorpeltransplantate, die so reinhängen. Und das müsste eigentlich so die Atmung ein bisschen beeinträchtigen. Tut es auch. Tut es auch, ne? Ja. Mhm. Hier beim Tasten sieht man so ein paar Unregelmäßigkeiten, fühlt man. Die Vorgeschichte ist klar, sie ist zweimal voroperiert. Also was man auf jeden Fall machen kann, die Nase nochmal operieren. Ich denke, es ist möglich, trotz offener Voroperation, dass wir über den geschlossenen Zugang, also Schnitte von innen, keine Schnitte von außen, dass wir die Nase nochmal operieren können. Was würden wir machen? Also grob wird die Nasen-OP in drei Teile eingeteilt. Das ist einmal der Nasenrücken, den würde man nochmal ein bisschen absenken. Dann würde man die Nasenspitze verkürzen und etwas hochrotieren. Und was natürlich für Sie sehr wichtig ist, dass wenn Sie lachen, dass die Nase breiter wird, man würde die Flügelposition nach innen versetzen, damit Sie beim Lachen nicht diesen breiten, ausstehenden Flügel haben. Man würde dann natürlich auch nochmal wegen der Atmung gucken, also Scheidewand und Nasenmuschel. Und vor allem, da sind so Knorpeltransplantate, die in die Nase hineinragen. Da würde man auch auf jeden Fall Schleimhaut entfernen und eventuell auch die Knorpeltransplantate anders positionieren. Ist eine komplexe OP, weil jede Voroperation macht immer Vernarbungen, und es ist nicht einfacher, es ist immer schwieriger. Das heißt, einmal voroperiert ist einfacher zu operieren als zweimal, dreimal oder viermal voroperiert. Aber wir machen häufig solche Operationen, und ich denke, man kann die Nase auch deutlich verschönern. A, werden sie besser Luft kriegen, und man würde sie kürzer kriegen, harmonischer, so einen kleinen Minischwung, aber nicht zu viel, sodass sie wirklich harmonisch und weiblich aussieht. Was natürlich für Sie wichtig ist, es ist noch mal eine komplette Nasen-OP. Es kann auch sein, dass man an den Knochen etwas machen muss, und es werden wahrscheinlich Silikonröhrchen eingelegt, die ins Hohl sind. Die erste Woche wird wirklich nicht schmerzhaft sein. Also man hat bei der Nasen-OP eigentlich kaum Schmerzen, aber man hat so das Gefühl einer Grippe, wo die Nase verstopft ist, wo der Kopf schwillt, wo die Augen tränen. Aber so richtige Schmerzen hat man nicht. Also eine Brust-OP zum Beispiel ist viel schmerzhafter. Nach einer Woche kommen Sie dann zu dem ersten Verbandswechsel. Dann würden wir das erste Mal die Nase uns anschauen, die Tapes entfernen, die Schienen entfernen, die Röhrchen entfernen. Und dann der erste Blick ist dann natürlich entscheidend. Dann die dritte OP, hoffentlich dann so, dass es die letzte OP ist. Und da Sie ein bisschen dicke Haut haben und auch Hautüberschuss haben, müssen wir dann die zweite Woche nochmal tapen, vielleicht auch etwas länger tapen, das entscheiden wir dann. Aber nach zwei Wochen werden Sie keine Tapes mehr haben, keine Verbände, können dann auch wieder arbeiten gehen und sehen relativ normal aus, weil wir ja sehr gewebeschonend operieren und auch geschlossen, den geschlossenen Zugang wählen, haben wir eigentlich kaum Schwellungen, kaum Blutergüsse. Sie werden sich sehr fit fühlen, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Genau. Was Sie aber natürlich wissen sollten, ist, dass jede OP Risiken hat. Also es kann natürlich bluten, eine Infektion kann auftreten, was in der Regel sehr, sehr selten ist. Aber was natürlich bei so einer Nasenoperation passieren kann, ist, dass im Nachhinein
Knochen wuchert, Narbengewebe wuchert, irgendwie eine Beule oder eine Verziehung oder eine Eindellung entstehen kann. Zum Glück haben sie keinen Höcker. Wenn man so einen relativ großen Höcker entfernt, dann kann auch mal Knochen nachwachsen, das nennen wir Kallus. Dadurch kann es zu einer Folge-OP-Notwendigkeit kommen. Aber sie haben ja keinen Höcker, also ist das Risiko in der Nachkultur gering. Aber egal, ob nie voroperiert, voroperiert, zweimal voroperiert, es gibt immer ein kleines Restrisiko, wo man vielleicht später eine kleine Nachkorrektur machen könnte. Das sollte man auf jeden Fall wissen, bevor man eine Nasen-OP macht. Wird man starke Narben irgendwo sehen können an der Nase nach dem Eingriff? Sie werden wahrscheinlich überhaupt keine Narben sehen, weil wir das über einen geschlossenen Zugang machen. Wenn man natürlich die Nasenflügel anpasst, dann hat man Schnitte direkt am Ansatz der Nasenflügel, aber die werden eleganterweise nach innen gezogen, sodass die nicht von außen sichtbar sind, sondern eher innen drin am Naseneingang sind. Bleibe ich nach dem Eingriff eine Nacht dann noch in der Klinik oder wie würde das ablaufen? Die meisten OPs, Nasen-OPs, die wir machen, die sind ambulant, aber unter einer Voraussetzung. Wenn die im Umkreis von 80, 90 Kilometer hier von Düsseldorf wohnen, dann können wir es sehr gut vertreten, dass man nach Hause geht am OP-Tag. Aber wenn man jetzt so wie Sie von über Hamburg kommt, dann würde man sicherheitshalber eine Nacht bei uns in der Privatklinik bleiben. Was muss ich nach der OP alles beachten? Also wichtig wäre in der ersten Woche nach der OP, dass Sie erstmal gesund leben, also viel Flüssigkeit zu sich nehmen, sich gesund ernähren. Und natürlich bei so einer Nasen-OP sollte man so eher weiche Kost nehmen, also ein Süppchen, Brei, Reis geht, aber jetzt so einen dicken Burger oder hartes Brot würde ich vermeiden. Die erste Woche würde man schon Oberkörper erhöht schlafen, damit die Schwellung nicht zu sehr ausgeprägt ist. Man muss die Nase pflegen. Sie kriegen so ein spezielles Spray und eine Nasensalbe, die antibiotisch wirksam ist. Die müssen Sie morgens und abends auftragen, das Spray mehrmals am Tag einführen. Am Anfang kriegen Sie so Nasenschleuder. Man sagt immer so, die ersten 4 Tage sind so die anstrengendsten Tage, wo dann die Schwellung am heftigsten ist. Aber ab dem 4. Tag geht die Kurve wirklich steil nach oben. Die Schwellungen gehen sehr schnell zurück. Man fühlt sich viel fitter. Und wenn Sie nach einer Woche zu mir kommen und ich mache die Pflaster weg und die Verbände und die Röhrchen, dann geht es Ihnen wunderbar. Und wenn Sie das Ergebnis sehen, dann sind Sie zufrieden, hoffentlich. Kann man sich eine Nasenform aussuchen oder sehen letztendlich alle Nasen in der Regel gleich aus? Gerade was uns wirklich auszeichnet, ist, dass wir individuell auf die Wünsche unserer Patienten eingehen können und auch eine spezielle Nasenform umsetzen können. Also wir machen sicherlich keine Einheitsnasen, das ist so, dass die alle gleich aussehen. Manche wollen ganz gerade Nase haben, überhaupt keinen Schwung, dann machen wir das auch. Manche wollen einen Minischwung haben, sodass sie natürlich aussieht, aber trotzdem feminin. Das ist eigentlich die häufigste gewünschte Nasenform. Aber wir können auch so ganz kleine Nasen, stupsige Nasen mit einem größeren Schwung formen. Also das ist in der Regel kein Problem. Viele Ärzte haben ja ein Problem damit, dass Patienten kommen und Bilder zeigen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das ist für mich sogar sehr hilfreich. Weil wenn Sie mir sagen, ich möchte einen Minischwung haben und zeigen mir kein Bild, dann verstehe ich vielleicht unter einem Minischwung ganz was anderes bildlich als Sie. Deshalb ist es für ein Update, was Sie unter Minischwung verstehen, immer ganz gut, ein Bild zu zeigen. Weil dann weiß man, ah, okay, das versteht sie unter einem Minischwung, das können wir umsetzen, dann kann man darüber sprechen. Also in der Regel am OP-Tag zeigen mir die Patienten immer eine Nasenform, die denen gefällt. Und ich versuche das natürlich bestmöglich umzusetzen. Und wann in etwa wird man das Endergebnis sehen können? Das erste Ergebnis sehen Sie nach einer Woche. Aber dann noch im geschwollenen Zugang und vor allem die Spitze ist etwas höher positioniert, weil die später mit der Schwerkraft immer ein bisschen absinkt. Die erste große Schwellung ist so nach 6 Wochen weg, aber so die ganzen Detailschwellungen, Ergebnis dauert 1 Jahr. Wenn man aber eine dickere Nasenhaut hat, dann 2 Jahre. Und bei extrem dicker Nasenhaut und wenn man voroperiert ist, kann es auch mal bis zu 3 Jahre dauern. Also man muss meiner Nasen-OP immer Geduld aufbringen. Okay. So, heute ist der große Tag.
Sie sind nervös ein bisschen, das dürfen Sie auch sein. Ich bin aber nicht nervös, ich freue mich schon auf die Herausforderung. Wir haben jetzt ein kleines Update gemacht. Sie haben mir ja auch einige Bilder gezeigt, wie es sein soll, in welche Richtung es gehen soll. Und das werden wir jetzt natürlich versuchen umzusetzen. Gleich kommen Sie in den OP-Saal, dann wird die Narkose eingeleitet und dann komme ich ins Spiel. Was wir zusammengefasst machen werden, ist, die Nase ist ja noch zu groß. Also wir werden die verkleinern in allen Dimensionen, also in der Richtung verkleinern. Vor allem die Flügel stehen sehr breit auseinander, die werden wir in die Mitte verschieben. Dann werden wir die Spitze neu formen, damit die ein bisschen filigraner und hübscher wird. Einen kleinen Minischwung wollen Sie ja haben und dann natürlich auch ein bisschen verschmälern. Wunderbar, das klingt sehr gut. Die Operation ist insgesamt sehr gut verlaufen. Es war aber sehr kompliziert, aufwendig, weil die zweimal voroperiert war. Die Anatomie darzustellen, die Vernarbungen, das hat alles sehr erschwert. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. In dem nächsten Video werdet ihr das Ergebnis sehen. Leider dürfen wir nicht direkt Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Seid gespannt auf das Ergebnis.